Hallo liebe Sternenfreunde und herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop und der kosmischen Schwingung für den Juni 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und führe euch durch die Konstellationen des Monats. Im Juni können wir ein Gefühl von Leichtigkeit genießen. Die kosmischen Spannungen lassen vorübergehend nach. Die Liebesplaneten stehen in Harmonie. Es wird ein guter Monat für die Liebe und um sich zu verlieben und auch um mit denjenigen Menschen, die wir lieben, zu verreisen oder um die Liebe auf Reisen zu finden. Jetzt möchte ich erstmal die Gewinnerin aus der Verlosung im Mai bekannt geben. 15 Minuten Kurzberatung bei mir gewonnen hat Christine Undine Schmidt. Herzlichen Glückwunsch! Meine liebe Christine, bitte melde dich bei mir auf meinem Kundentelefon oder über Mail, damit wir einen Termin für die Beratung vereinbaren können. Auch diesmal gibt es wieder etwas zu gewinnen. Und wie das geht und wie ihr an der Verlosung mitmachen könnt, erfahrt ihr am Schluss des Videos. Also bleibt dran. Und die Gewinnerin oder der Gewinner wird dann in der nächsten kosmischen Schwingung bekannt gegeben. Und damit schauen wir jetzt in die Konstellationen des Monats Juni. Wie immer blicken wir am Anfang zurück auf den vorausgehenden Neumond im Mai. Der ist am 25. Mai. Und findet statt im Zeichen Zwillinge. Und das ist schon ein Hinweis darauf, was im Juni wichtig wird, nämlich, dass wir kommunizieren, dass wir über alles reden. Denn wir können eine ganze Menge erreichen. Wir können auch einiges wieder gerade rücken, was in den vorausgegangenen Monaten schiefgelaufen war, indem wir uns eben schön austauschen und über alles sprechen. Das ist ein sehr gutes Merkmal, ein gutes Zeichen dieser Konstellation. Allerdings hat der Neumond auch einen schwierigen Aspekt mit drin. Da ist nämlich an dem Tag genau exakt diese Spannung, dieses Quadrat von der Venus, die noch im Widder steht, auf den Pluto im Steinbock. Und das kann mit einer Zurückweisung einhergehen. Da können also verletzte Gefühle eine Rolle spielen. Vielleicht ist jemand aufgebracht, vielleicht möchte jemand aus einem Aufwallungsgefühl heraus Schluss machen. Sowas kann da passieren. Oder man fühlt sich eben zurückgewiesen gefühlsmäßig. Aber wahrscheinlich wird es dann doch alles nicht so schlimm werden und es gibt eine gute Tendenz für ein Happy End, wenn nämlich dann am 6. Juni die Venus ins Zeichen Stier geht. Deswegen, sollte eure Beziehung sich bedroht fühlen oder solltet ihr so eine Aufwallung haben, dass ihr Schluss machen wollt, wartet lieber noch ein bisschen ab oder lasst euch abkühlen, bevor ihr da so einen Schritt eingeht. Das werden wahrscheinlich besonders diejenigen spüren, die Geburtstag rund 5 Grad in den veränderlichen Zeichen haben. Das wäre Zwillinge, Jungfrau, Schütze oder Fische. Das ist der Grad, in den der Neumond fällt. Oder aber diejenigen, die dieses Quadrat im Horoskop besonders stark wirksam haben, das wären rund um 19 Grad der Kardinalzeichen, nämlich Widder, Krebs, Waage und Steinbock. Das erkläre ich euch aber noch genauer in den einzelnen Sternzeichen-Videos. Ja, dann liegt zu Beginn des Monats am 1.6. viel prickelnde Flirtenergie in der Luft. Und das liegt daran, dass sich hier die Venus mit Aufregerplanet Uranus verbindet und der bringt ja mal was Neues rein. Ja, man will sich verlieben und die Chance besteht, dass man eine neue Beziehung anfängt. Und das Ganze in Verbindung mit dem Mondknoten, der ja jetzt im Löwen steht. Und das Ganze verbindet sich aber auch hier mit Saturn. Das bedeutet, dass diese neu angefangenen Beziehungen auch die Chance haben, tatsächlich sich zu etwas Festem zu entwickeln. Das ist also so die Anfangsenergie des Monats. Schauen wir jetzt noch, wie die Planeten im Einzelnen stehen am 1. Juni, womit es also losgeht. Wir haben die Sonne in den Zwillingen, wie immer, im Juni, ne? Hier ist ja wieder, dann haben wir den Mars. Der steht auch am Anfang noch in den Zwillingen. Merkur steht im Zeichen Stier jetzt in der dritten Dekade, der Mars auch in der dritten Dekade. Dann die Venus im Widder in der dritten Dekade. Und dann haben wir von den langsameren Planeten, fangen wir an mit Jupiter. Der steht jetzt im Beziehungszeichen Waage immer noch, steht in der zweiten Dekade, also mittendrin. Dann haben wir Uranus. Der steht immer noch im Widder in der dritten Dekade. Dann haben wir Saturn, der steht im Schützen, dritte Dekade Schütze jetzt. Und die Lilith steht auch im Schützen, die steht jetzt in der zweiten Dekade. Pluto steht weiterhin im Steinbock, der steht auch in der zweiten Dekade jetzt. Haben wir so, ach ja, genau, Neptun auch noch sehr wichtig, steht jetzt mitten in den Fischen auf 14 Grad, also in der zweiten Dekade. Und der Chiron in der dritten Dekade Fische.
Was bedeutet das eigentlich, dass ich das mit den Dekaden immer erwähne? Das ist mir jetzt mal ganz wichtig, das ganz grundsätzlich zu sagen. Denn manche von euch beschweren sich, dass ihre Geburtstage nicht so viel Erwähnung finden, weil sie eben in der ersten Dekade Geburtstag haben. Es liegt halt nun mal dran, dass die wichtigen, langsam laufenden Planeten alle zurzeit in der zweiten und dritten Dekade stehen. Und von daher natürlich auch entsprechend diese Geburtstage betreffen. Aber die Themen, die diese Planeten vorgeben, die gelten für alle Geburtstagskinder. Ja, also auch diejenigen, die den Aspekt nicht direkt bekommen, sind natürlich von der Energie betroffen, die da entsteht. Und außerdem kann es ja auch sein, dass ihr andere Planeten in diesen Graden habt. Und da lohnt es sich dann eben doch mal, das eigene Horoskop eben vielleicht auch in einer Beratung bei mir mal näher kennenzulernen. Deswegen, also wenn euer Geburtstag nicht extra erwähnt wird, heißt das nicht, dass bei euch im Horoskop nichts passiert oder dass bei der kosmischen Energie ihr da vernachlässigt werdet. Ja? Außerdem laufen ja auch die schnell laufenden Planeten häufiger auch durch die Anfangsdekaden. Das kommt nämlich diesen Monat, wenn nämlich Venus und Mars die Zeichen wechseln. Und davon haben dann diejenigen was, die in der ersten Dekade Geburtstag haben. Genau, da können wir jetzt auch gleich einsteigen. Denn am 4. haben wir schon den ersten wichtigen Übergang. Da geht der Mars ins Zeichen Krebs und damit eben in die erste Dekade des Krebszeichens und bleibt dort in der ersten Dekade bis zum 28. Juni. Und geht dann bis zum Ende des Monats durch die zweite Dekade. Genau. Dann der nächste wichtige Übergang wäre am 6., wenn die Venus ins Zeichen Stier wechselt. Das ist eine sehr schöne Konstellation, denn sie ist im Stier zu Hause, kann sich da gut entfalten, sinnlich, kuschelig. Das fördert also alle, die schon in einer festen Beziehung sind, die schon so ein bisschen Vertrauen haben oder die schon einen Flirt haben. Da hat man dann eben auch Lust, aufeinander zuzugehen oder miteinander so ein Gefühl von Sicherheit und Kuscheligkeit und Vertrautheit zu entwickeln. Und die Venus haben nämlich dann die Geburtstagskinder der ersten Dekade bei sich stehen bis zum 10. Juni und danach läuft sie bis zum 26. durch die zweite Dekade und dann bis zum 4. Juli durch die dritte Dekade des Zeichens Stier. Und was das für die einzelnen Sternzeichen bedeutet, darauf gehe ich natürlich dann entsprechend noch ein. Genau, am 7. Juni wieder ein wichtiger Zeichenwechsel. Da geht nämlich dann der Merkur ins Zeichen Zwillinge. Auch eine schöne Energie, denn da ist er zu Hause. Es begünstigt nochmal die guten Gespräche, die in diesem Monat möglich sind. Der läuft dann aber sehr schnell durch alle drei Dekaden und geht dann schon am 21. Juni ins Zeichen Krebs. Der hat also zurzeit ein sehr starkes Tempo drauf, der Merkur. Genau. So, dann haben wir am 9. natürlich die wichtige Konstellation des Vollmonds. Der ist also Freitag, den 9. für alle diejenigen, die den Vollmond mögen oder dann auch immer nicht schlafen können, können sich das dann schon mal merken. Und der findet statt auf der Achse Zwillinge-Schütze und wirkt dadurch auch nochmal besonders flirtintensiv. Ja, müsst ihr euch also merken, dass das nochmal eine Zeit ist. Das ist ja auch dann der Einstieg ins Wochenende, wo man vielleicht auch was unternehmen sollte, um jemanden kennenzulernen. Also sehr, sehr prickelnder Vollmond, aber da ist jetzt auch wieder der Neptun, der Planet der romantischen Verwicklungen, dran beteiligt. Und das bedeutet einmal mehr, dass eben auch die Gefahr besteht, dass man sich vielleicht in jemanden verliebt, der schon gebunden ist, dass man sich in einer Dreiecksbeziehung wiederfindet. Und beteiligt ist auch die Lilith. Die kann anzeigen, dass man sich wieder besseren Wissens in eine sehr heikle Affäre einlässt. Und deswegen wäre da auch nochmal mein Tipp, wenn ihr rund um Vollmond jemanden kennenlernt, abwarten, bis sich also die Gemüter wieder beruhigt haben. Gerade auch, wenn es Lilith, wenn es so ein Gefühl ist, von, dass man jetzt unbedingt ausbrechen will, dass man unbedingt das Paradies seiner Beziehung verlassen will, dann sollte man echt nochmal abwarten. Denn das kann durchaus sein, dass es dann, wenn sich die Gemüter beruhigt haben, dass ihr dann merkt, dass es euch doch die bestehende Beziehung doch wichtiger ist. Ne? Also deswegen nochmal bitte die 90-Tage-Regel anwenden. Das heißt, erstmal jemanden über 90 Tage, also 3 Monate, ganz in Ruhe kennenlernen. Und dann, wenn dann diese 3 Monate überstanden sind und man sich immer noch mag und immer noch eine Anziehung da ist, dann kann man in der Beziehung weitergehen. Genau. So, dann haben wir auch am 9. einen wichtigen Richtungswechsel. Da wird nämlich der Jupiter
der jetzt die letzten Monate rückläufig war, wieder direktläufig. Das bedeutet, dass in Beziehungsangelegenheiten auch ab Mitte Juni nochmal Dinge in Gang kommen können oder wieder in Gang, die so ein bisschen ins Stocken gekommen waren. Also wer so ein Gefühl hatte, dass er nicht weitergekommen ist in seiner Beziehung, darf sich dann eben auch freuen, dass ab Mitte Juni da wieder eine gute Energie reinkommt. Am 16. Juni wird der Neptun rückläufig. Das wird hier aber erst am 17. eingezeigt, seht ihr hier als kleines R. Das wird dann genau um den 16. rum, nee doch, am 16. stimmt hier. Das wird dann auch durch den Mond nochmal richtig verstärkt an dem Tag. Das ist Freitag, der 16. Das ist auch ein sehr interessanter Tag mit viel Flirtenergie auch nochmal. Und diese langsamen Planeten, die werden natürlich so gesehen andauernd rückläufig. Das hat etwas mit der Himmelsmechanik zu tun, weil wir eben hier auf der Erde diese langsamen Planeten relativ häufig überholen. Aber natürlich hat das astrologisch eine Bedeutung. Um diese Tage herum, so um den 16. rum, Mitte Juni, werden vielleicht manche auch nochmal einen Wechsel der Energie spüren. Die Fischegeborenen werden das vielleicht auch nochmal besonders deutlich spüren. Dass das wie so ein Innehalten ist und so ein Verharren, dass man in einer Gefühlsangelegenheit vielleicht dann ganz in die Tiefe geht. Also wenn ihr sensibel seid, achtet mal drauf, was sich da Mitte Juni vielleicht für euch tut. Ich denke mal, es ist jetzt nicht so tragisch im persönlichen Erleben. Also Merkur, wenn der rückläufig wird, das spürt man viel stärker, weil der eben viel schneller ist. Das hat eine viel krassere Wirkung. Bei Neptun ist es mehr so eine subtile Geschichte, die aber auch dazu führen kann, dass wenn man in einer Liebe oder auch in einer Affäre ist, dass da nochmal Entwicklungen in die gegengesetzte Richtung beginnen. Ja, müsst ihr mal gucken, ob ihr das spürt in eurem Leben. So, am 21. auch ein sehr wichtiges Datum, da geht die Sonne ins Zeichen Krebs und wir haben Sommersonnenwende. Und das ist auch nochmal ein sehr wichtiges Horoskop. Da werde ich nochmal ein Special dazu machen und das Horoskop der Sonnenwende deuten, auch für die einzelnen Zeichen deuten, denn das ist wie so ein Quartalshoroskop. Also alle 3 Monate haben wir ja so eine wichtige Wendezeit, die Sommersonnenwende. Dann kommt im Herbst, wenn die Sonne in die Waage geht, da haben wir die Herbsttag- und Nachtgleiche, dann im Steinbock die Wintersonnenwende und dann im Frühling natürlich wieder die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Das sind immer Zeiten, wo man so ein bisschen für 3 Monate die Zeitqualität bestimmen kann. Da wird es dann also noch ein Special zu geben. Genau, und dann haben wir zum Ausklang des Monats nochmal als wichtige Konstellation den Neumond. Der ist am 24. und ist im Zeichen Krebs. Und dann wechselt wieder die Energie. Dann kommt es so langsam, also Gespräche, Kommunikation, das war bis dahin alles wichtig. Und dann geht die Energie mehr in so eine familiäre Sicherheit, auch in so eine emotionale Energie rein. Und mit Mars dabei kann es da auch ein bisschen hoch hergehen. Deswegen nochmal mein Tipp, nutzt die Zeit im Juni, um euch auszusprechen, um aufeinander zuzugehen und um Konflikte, die vielleicht da waren, wieder zu bereinigen. Da kann man jetzt eine Menge erreichen, denn in den nächsten Monaten kann es dann wieder hoch hergehen. Ja, ihr müsst den Juni wie so eine Art erfrischende Pause betrachten. Wir hatten ja in den letzten Monaten schon sehr schöne Liebessterne und sehr tolle Potenziale, aber es war ja doch auch zum Teil eine sehr gereizte, sehr aggressive Stimmung, die in der Luft lag. Also ich will ja von der Politik, was da alles passiert ist, gar nicht reden. Im Juni, denke ich eben, wird es ein bisschen ruhiger, ein bisschen leichter, schöner. Und übrigens auch die Geldprobleme, die so da waren, da kann man jetzt einiges lösen, kann man wieder ins Gespräch kommen. Auch da wird so einiges wieder in Gang kommen und das solltet ihr unbedingt ausnutzen. Denn wie gesagt, Juli und August haben wir noch mal einige herausfordernde Aspekte vor uns. Genau. Wie sich das nun alles für eure einzelnen Horoskope auswirkt und dann haben wir auch noch spezielle Aspekte zwischen den Planeten und wie sich die auswirken, da gehe ich dann in den Sternzeichen-Videos drauf ein. Dann nochmal der Hinweis, wenn ihr euer Horoskop näher kennenlernen wollt oder eben doch die individuelle Wirkung der Planeten kennenlernen wollt, könnt ihr natürlich jederzeit eine Beratung bei mir buchen. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage, da könnt ihr die Beratung auch direkt buchen oder sonst einfach auf meinem Kundentelefon anrufen und nachfragen. Und zur Verlosung, auch diesen Monat verlose ich wieder 15 Minuten Kurzberatung zu einem Thema eurer Wahl. Und wenn ihr dabei sein wollt, einfach den Kanal abonnieren
und mir einen netten Kommentar posten. Und dann kommt ihr in die Verlosung. Damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.